Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht mit euren Reactions. Heute reagieren wir auf so schön fluffy Originalvideo von Hoffer, Pac-Boy-Box Boys. Und ja, wenn es halt mit der Musikkarriere nicht klappt, dann kann man sich auch bei uns bei Aldi bewerben oder bei Penny bewerben. Oder auch mit der Schauspielkarriere nicht so ganz funktioniert. Aldi und Penny und Mitten im Leben suchen auch noch Darsteller. Man muss ja eins sagen, ne? Die haben sich wirklich Mühe gegeben, ne? Also nicht schlecht. Also ich habe jetzt wirklich so erwartet, dass so ein Video kommt hier von wegen, was ich so in 5 Minuten machen kann. Aber nee, man hat schon dafür 10 Minuten gebraucht. Also nicht schlecht. So schön fluffy, so schön weich, so unwahrscheinlich crunchy und zart zugleich. Das Stangerl, nimm doch ein Zangerl. Baby, dreh dich her, du kriegst dein Busserl aufs Wangerl. Komm schon, beiß rein, Vorsicht, könnt noch heiß sein. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich frage mich immer bei solchen Liedern, ob sich die Sänger ernst genommen fühlen. Also ich mag ja wirklich sowas, aber ich frage mich wirklich so in dem Moment, ob sich die Sänger ernst genommen fühlen, wenn die bei sowas mitmachen. So, als wenn ich jetzt so angeschrieben werde, hier, wie sieht's denn aus? Hast du Bock, bei unserem neuen Hundevideo mitzumachen? Du musst dich als Hund verkleiden und wirst von Katzen gejagt. Da würde ich auch mal überlegen, ja, ich mach das zwar hobbymäßig, aber muss ich das unbedingt in die Öffentlichkeit tragen? Egal ob Kipferl oder Semmel, kauf zum Hofer Preis ein. Sie will ein Brot, er will ein Brot, du willst ein Brot von mir. Sie will ein Brot, er will ein Brot, du willst ein Brot von mir. Egal ob Frühstück oder als Snack, für die Jause in der Pause frisches Brot und Gebäck. Backtradition aus der Region und immer günstig, alles andere ist keine. Also ich glaube, ich muss jetzt schon sagen, also die machen den Backstreet Boys definitiv Konkurrenz, ne? Also das kann man schon sagen, es wird der neue Hit. Es wird einfach der neue Hit. Und ich sehe das Lied eigentlich auch ganz oben in den Charts. Also mindestens Platz, noch nicht mal Platz 1, also wirklich Platz 0 in den Trends. Also ich sehe das ganz oben, das Lied, weil Qualität hat das Lied und gutes Video. Die beste Weißwein, das ist unser Lifestyle. Egal ob Striezel oder Wecker. Leute, warte mal, kann ich das? Nee, kann ich, oder konnte ich das? Also haben sich meine Ohren bewegt? Ich sehe es leider nicht. Aber ich kann meine Nase brechen, warte. Ah! Ich bin damals drauf reingefallen, da kam, keine Ahnung wieso, ich war da mit Kollegen, da war ich 10 oder so, haben draußen Fußball gespielt und da kam so ein Straßenkünstler bei uns vorbei. Der hat das erstmal hier mit dem Daumen gemacht, aber das fand ich echt cool, weil es hat er richtig gut gemacht, also so, dass man, ich dachte wirklich so mit 10 Jahren, wie macht er das? Und hat er irgendwie so übel schnell gemacht, aber das auch so cool, da dachte ich so, scheiße, ey, tut das nie weh, wenn du die Nase brichst? Und der so, ach nö, mach ich öfters mal. Und das mit den Ohren konnte der, glaube ich, auch, also er hat uns so ein paar Sachen gezeigt. Ja, und dann wollte der uns in Van einladen, hat gesagt, ich habe ein paar Süßigkeiten dabei, kommt mal mit. Da habe ich gesagt, nee, ich habe heute echt keinen Hunger. Nächste Mal vielleicht.
Und dann war der auf einmal weg. Preis ein. Sie will ein Brot. Er will ein Brot. Du willst ein Brot von mir. Sie will ein Brot. Er will ein Brot. Du willst ein Brot von mir. Sie will ein Brot, er will ein Brot, du willst ein Brot von mir. Sie will ein Brot, er will ein Brot, du willst ein Brot von mir. Ja. Ich sag's immer wieder, wenn's mit der Musikkarriere nicht klappt, versucht's mal bei Dane oder bei Aldi Süd oder so. Oder bei Lidl, oder, die suchen ja immer solche Talente. Du und ich und jeder weiß, alle kaufen alles ein zum Hoferpreis. Du und ich und jeder weiß, alle kaufen alles ein zum Hoferpreis. Also ich muss ja sagen, also eine Sache muss ich ja wirklich sagen, ne? Das Video ist echt gut gemacht. Also das Video ist wirklich gut gemacht. Also von der Qualität her kann man da überhaupt nicht meckern. Also auch coole Ideen gehabt, ne? Der Schnitt hat mir auch gefallen. Vor allem auch der Anfang sehr cool gemacht, dass die von der Limousine aussteigen, die Fans warten und dann der schnelle Cut dann halt... Ja, in der Nähe von ich denke mal, es wird an so einem See liegen. Fand ich sehr cool. Also das ganze Video war sehr, sehr professionell gemacht. Der Gesang von den Jungs an sich ist ja auch nicht schlecht, ne? Kann man nicht meckern. Der Gesang von den Jungs ist jetzt nicht kacke. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, die können nicht singen. Dass man ein Lied über Brot machen kann, haben wir jetzt auch gelernt, dass es funktioniert. Ich muss auch mal ein Lied machen. Ich mache, glaube ich, ein Lied über... Wenn ich mal irgendwann einen Pickel im Gesicht habe wieder, dann mache ich mal ein Lied über meinen Pickel. Und den Pickel nenne ich dann Gabi. Und das Lied nenne ich dann einfach Gabi verschwinde oder so. Scheint ja zu funktionieren, ne? Also ich sehe da wirklich eine sehr steile Karriere für die Jungs. Die werden wir öfters jetzt sehen. Nicht nur Österreich, Schweiz, sondern auch Deutschland, über deutsche Grenzen hinaus, Holland, Russland definitiv auch. Obwohl in Russland werden sie vielleicht festgenommen, weil man vielleicht denkt, dass die auf Männer stehen. Aber ich muss halt wirklich sagen, also an sich fand ich das Video echt cool. Ist kein Witz. Ich würde mir jetzt das Lied nicht die ganze Zeit anhören wollen. Aber, ja, hat Humor. Und wie schon gesagt, das Video wurde qualitativ sehr hoch angesetzt. Ne? Da kann man auch nicht meckern. Also die Produktion kam jetzt nicht nur 1 Cent. Die kam halt wirklich schon 99 Cent, so teuer wie das Brot ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr mehr Reaction-Vorschläge habt, schickt sie mir bitte über Instagram, über Twitter. Macht ihr eh nicht, also schickt sie mir einfach über YouTube. Bis dahin, haut rein und tschüss.